Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahmesession hier von Let's Play The Crew 2 hier auf dem Gaming-Kisten-Kanal mit mir, dem Jabo. Jo, in der letzten Folge haben wir zum Teil hier dieses Schmuckstück gefahren, was wir natürlich in dieser Folge nicht fahren werden. Ich habe es aber einfach der Einfachheit halber mal ausgewählt. Deswegen gehen wir jetzt direkt mal aus dem Fotomodus raus. Und einmal bitte auf die Straße. So. Jo, wer feststellen wird im Laufe dieser Folge, wird die Grafikqualität ungefähr gleich sein. Hey du. Nur dass die FPS jetzt nicht so schlecht sind. Vielleicht kennst du mich. Das ist meine Show. Ich suche nach jemandem, der abseits der gesteckten Pfade fährt. Ich leih dir einen Wagen. Mal sehen, ob du es drauf hast. Worum's geht? Schnapp dir die Schlüssel und finde es raus. Gewinnst du, behältst du das Auto und nimmst an ein paar echten Rennen teil. Wenn nicht, dann bekomme ich ihn zurück und leb wohl. Aber du verlierst doch nicht, oder? Nein, ich denke nicht. Das werden wir definitiv nicht. Und los geht's. Wir spielen jetzt nämlich die Offroad-Prüfung. Die letzte Prüfung, die wir noch machen müssen, damit wir richtig ins Spiel reinstarten können. Ich dachte mir, das machen wir jetzt mal direkt zu Beginn hier, damit wir richtig schön eingestimmt sind. Oh Gott. Ich versuche jetzt einfach mal Vollgas hier durchzubrettern. Ich schätze mal, es funktioniert am besten. So, dann einmal hier. Oh Gott. Hilfe. Ja, worauf ich eben darauf hinaus wollte, ich habe die Aufnahmeeinstellung und im Spiel die Auflösung um eine Stufe niedriger gestellt. Also ich bin noch auf Ultra unterwegs, nur im Spiel bin ich jetzt auf 1440 Pixel unterwegs. Aber für euch ist es natürlich wieder 4K und deswegen laufen die 60 Bilder jetzt auch schön flüssig durch. Nur, dass ihr dort jetzt Bescheid wisst, nicht, dass wieder irgendeiner fragt, unten in den Kommentaren, damit das hier schon mal beantwortet ist. Hilfe. Aber ab jetzt konzentrieren wir uns erstmal wieder aufs Spiel hier. Gute 30 Sekunden sind wir vor der angegebenen Zeit, die man haben sollte. Das sieht man unten in der Mitte meistens immer sehr gut. So, und Sprung. Yeah. Oh, nochmal runter. Oh Gott. Hilfe. Aua. Aua. Jetzt schauen wir mal. Ein Kilometer noch. Die Zeit dürfte auf jeden Fall kein Problem sein. Hoffe ich mal. Geht's denn hier rein? Hier. Yeah. So. Nicht schlecht, nicht schlecht. Du und ich, wir müssen über deine Zukunft plaudern. Komm, das Basecamp und dein neues Auto warten. Okay. Willkommen zur Offroad-Familie. Hey, sieh einer an. Du hast es geschafft. Jetzt bist du dabei. Also, willkommen in unserem kleinen Offroad-Paradies. Du findest jeden hier. Mudder, Mountain Climber und echte Sieger. Und ich wette, zur Letzteren wirst du gehören. Der Irre ist Tucker Morgan. Aber jeder nennt ihn Tuck. Er hält sich für eine große Nummer. Aber wir zeigen dem Baumknutscher mal, wie falsch er liegt. Er erkundet gerne die Gegend. Das tun die meisten hier. Und das ist ihr Fehler. Die sollten sich lieber aufs verdammte Rennen konzentrieren. Ihr Fehler? Unsere Chance. Deine und meine.
Und wie ich schon sagte, du kannst einfach in den Shop gehen und dir das Auto holen, das da auf dich wartet. Nennen wir es einfach mal eine Investition in deine Zukunft. Den Rest davon, den musst du dir verdienen. Neue Disziplinen. Rally Raid. Motocross. Gratis Fahrzeug. Auswählen. Okay. Gibt's leider wieder nur eine Farbe. Leider auch nur einmal Felgengieß mal. Aber wir holen ihn uns trotzdem mal. 18 neue Aktivitäten. Wie wär's, wenn du mit Rumfahren ein bisschen Kohle verdienst? Dieses Magazin will, dass wir Fotos für sie machen. Du siehst, was sie im Fotoalbum haben wollen. Es muss nicht sein, aber es wäre leicht verdientes Geld. Das ist richtig. Und genau da werden wir uns jetzt mal ranwagen. Als erstes geht man hier unten nach Bayou, wie auch immer. Einmal bitte Blitzreise. Heute geht's durch Bayou. Keine Ahnung, was das soll. Bayou? Das ist nur ein schickes Wort für Sumpf. Fahre durchs Wasser und die Strecke ist kürzer. Fahr an Land und du bist schneller. Kombiniere beides und du holst die beste Zeit. Und mach den Wagen bloß nicht schmutzig, ja? Jo. Machen wir. Und auf geht's. Bayou, wir kommen. Nein, die Referenzzeit überholt und... Oh. Wo lang? Links. Ich fahr einfach mal hinterher. Ich fahr einfach mal direkt zum Kontrollpunkt hin. Oder? Ne, das ist ein bisschen dumm hier, glaube ich. Deswegen lasse ich es mal lieber. Links, rechts, links. So. Da sind wir wieder auf der Straße. Und schon wieder daneben. Eins der entspannteren Rennen, wie ich finde. War das Krokodile? Ich glaube schon, ne? Auf jeden Fall werden wir sehr weit vor der Referenzzeit reinkommen. Oder der Vorgabe. Oh, einen fünften haben wir auch, alles klar. Und wieder in Schmutz rein, juhu. Aber wir bleiben noch im fünften Gang. Das heißt, wir sind schnell genug. Streich den Satz mal. Das heißt, wir sind schnell. So. Das war eine schlechte Idee. Gerade noch so gerettet. Ah. Oh nein. Okay. Alles klar. Perfekt, wie ich schon überhaupt. So, sammeln wir nochmal die Belohnung ein. So, zwei neue Teile auf Lager. Und dann bauen wir die auch gleich mal ein, wie ich schon überhaupt. Einmal einen neuen Motorblock und einmal hier eine neue Aufhängung.
So. Schauen wir mal, wo es als nächstes hingeht. Was ist das hier denn? Bojenzerstörung, okay. Alles klar. Dann würde ich doch behaupten, gehen wir mal hier zum Highspeed Drifter Rally Raid hin. Einmal eine Blitzreise, bitte. Das hier sind nicht einfach nur Rennen. Es gibt eine Reihe von Checkpoints und du musst den besten Weg dazwischen finden. Da verirrt man sich leicht. Nur die Top-Fahrer treten hier an, was viel über dich aussagt. Werd aber nicht übermütig. Von der Einladung bis in den Kreis der Sieger ist das ein weiter Weg. Jo. Thema übermütig. Hat man gerade hier am Tor gesehen. Oh Gott. Hast du zu weit gefahren? Wir wollen natürlich wieder versuchen, hier die Vorgabe zu schlagen. Was ich natürlich hoffe, weil wenn wir drunter reinkommen, haben wir verloren. Mal schauen. Wo geht's jetzt hin? Ach, da hinten. Weißt du was? Ich probier's einfach mal. Jo, das ist schon mal dezent schief gegangen. Ja, natürlich. Aber ich bin trotzdem besser als die Vorgabenzeit. Jetzt nicht mehr. Kleine Abkürzung. Und da ist natürlich wieder ein Stein. Alles klar. Ich versuche jetzt in dem Rennen hier mal den direkten Weg immer zum Kontrollpunkt. Was natürlich ein bisschen risikohaft ist, aber wenn es funktioniert, dann funktioniert es gut. So. Oh nein. Oh nein. Mann, warum? Ganz ehrlich. Wie unnötig, wenn ich da nicht rüber kann, ne? Alter, fickt euch doch alle, ey. Fickt euch alle so hart, ey. Es ist sowas von Kackenscheiß unnötig, ey. Weißt du? Fährst 2-Tonnen-Auto, bleibst an Baumstämmen hängen. Die liegen. So unfair ist das. Aber ist okay. Da sei jetzt einfach mal nichts zu. Ist das hier eine Abkürzung? Scheint so. So, jetzt sind wir auch wieder besser als die Vorgabe. Das ist ja die Hauptsache. Ich schätze, das war gar nicht mal schlecht. Oh Gott. So, wo geht's jetzt lang? Gucken, ob ich wieder irgendwo vorm Ziel hängen bleibe. Das wäre eigentlich klar, dass das passiert. So, und noch ein schöner Sprung zum Abschluss. So, mal klar, Moment. Gleich sind wir schon im Ziel. Nämlich genau jetzt. Oh Gott, aua. Jo. Gute 16 Sekunden besser. So, das hier. Es gibt immer diesen Moment, an dem man erkennt, warum man Rennen fährt. Bei mir war es der Tag, als mein Bike und ich getrennte Wege gingen und ich mir 2 Rippen brach. Ich sprang wieder auf und fuhr weiter. Hab das Rennen sogar gewonnen. Ich wollte keinesfalls aufgeben. Die Details. Nur das, warum sich später Geschichten ranken. Aha. 3 neue Teile, die brauchen wir gleich, die bauen wir gleich mal ein. Ein neues Steuergerät, nochmal einen neuen Motorblock und nochmal eine neue Aufhängung.
Okay, weiter geht's. Gleich zum nächsten Rennen. Das ist genau... Kleiner Moment, hier oben. Salt Lake City. Dieser Ort, schön, wild, leer. Das ist Taxland, nicht meins. Aber das macht nichts. Dadurch konnte ich mich konzentrieren und eine gute Zeit fahren. Nichts Spektakuläres, aber genug, um zu sehen, welche Fortschritte du gemacht hast, wenn du versuchst, sie zu unterbieten. Jo. Und Sprung irgendwo gegen? Ah, ne, doch nicht. Oder? Ja, natürlich. So. Bisschen sehr steil hier. Nein, da drüben. Ach, verdammt. Warum schlingert die Kacke jetzt hier so, ey? Okay, Entschuldigung. Einfach so tun, als ob nichts gewesen wäre. Jo, natürlich. So, da bin ich schon wieder. Oho. Oho. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Nein, 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 nein. Warum denn? Warum? Wieso? Oh, Alter. Da wirst du noch nie mal zurückgesetzt, da bleibst du einfach so. Du musst den Idioten-Shortcut benutzen. Bis zurücksetzen. Den kenne ich zwar, aber ich wollte es nur mal demonstrieren. So, Hälfte haben wir. Uah. Hier fahre ich mal lieber nicht runter. Alter! Weißt du, hätte ich auch gleich runterfahren können. Den Sprung lasse ich mal extra aus, weil ich dann schneller bin. Es ist dann nämlich etwas sehr viel einfacher. Oh Gott, Nisch. Dem möchte ich nichts tun. Das war eine kacke Idee, ich weiß. Ich will nur mal gucken, ob es hier auch lang geht. Okay. Nein. So. Alles klar, da haben wir die Vorgabe wieder. Ja, natürlich. Jetzt kommen hier so Sprünge, wo keiner eine Chance hat. Alter, bremst das aus. Da drehe ich mich mit Sicherheit noch ein oder so. Pass auf. Das wird mich nicht wundern. Jo. Jo, da sehe ich die Vorgabe schon. Okay, aber wir haben es trotzdem. Das ist gut, aber mach's dir nicht zur Gewohnheit, hörst du? So nicht. Ich finde das schön, schneller zu sein als du. Ich hätte da nichts gegen erstmal. So. Wieder drei neue Teile, die bauen wir natürlich gleich mal ein. Einmal neue Bremsen, sehr wichtig. Und nochmal einen neuen Motorblock.
Und nochmal eine neue Aufhängung. Okay. Schauen wir mal, wo es weitergeht. Das ist ganz genau hier. Das Mercedes-Benz X-Class-Event. Bei diesem Rennen fährst du ein Mercedes-Pickup, X-Klasse, genau wie die Konkurrenz. Okay. Das heißt, es kommt auf den Fahrer an. Und das sage ich, weil ich weiß, dass du der Beste da draußen bist. Okay. Jo, die Vorgabe fährt schon mal woanders lang als ich, alles klar. Ich versuche trotzdem abzukürzen. Ist das hier richtig? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht, warum auch? Das Blöde ist, hier in diesem Spiel haben sie so einprogrammiert, dass ich echt Mist finde, dass man erst zum Schluss neu starten kann. Aber ich glaube, die Route, die ich gewählt habe, ist ein bisschen schneller. Deswegen schätze ich mal, werden wir hier ganz so gut performen können. Okay, natürlich direkt falsch gefahren, alles klar. Damit die KI noch eine Chance hat, machen sie immer direkt 90 Grad rechts den Kontrollpunkt. Komm schon, Nitro, lad dich drauf. Schneller, bitte. Oh, das bremst so aus, dieser Hügel. Oh Gott. Hilfe! Hilfe! Hilf mir doch einer! Ah! Hilfe! Nein! 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 Kein Sprung! Keine verkackte Mauer, die kein Mensch braucht! So, auch wieder... Wenn man so unfair programmieren kann, frage ich mich dann immer. Ziemlich gute Zeit. Aber ich bin besser als ziemlich gut. Deswegen wird es jetzt mit Sicherheit dunkler, damit ich die Bäume nicht sehe. Jo. Jo. Alles klar. Das Juhu war falsch angebracht, ich weiß. Ich hatte gehofft, da kommt ein größerer Sprung. So, wie so einer zum Beispiel. Und man wird natürlich direkt vom Baum teleportiert. Dahin ist schon das Ziel, alles klar. Dann schauen wir mal, wo es lang geht. Jo. Das ist nicht dein scheiß Ernst. Alter. Warum? Muss ich an so einen Kackweg hier um... Ja, wenn der jetzt andersrum fährt und das kürzer ist, ne? Dann finde ich so asozial. So. Warte. Da sind wir doch schon. Jetzt hier rein. Jo. Perfekt. Oh Gott. Oh, das war haarscharf. Ach, da vorne. Okay. So.
Drei neue Schale. Neues Fahrzeug verdient. Mercedes-Benz X-Class. Alles klar. Da würde ich sagen, wir haben ja die drei Teile hier gerade bekommen und deswegen bauen wir die auch mal direkt hier ein. So. Perfekt. So. Was ich euch mal zeigen wollte ist... Wie ging das nochmal? Ah ja, so, okay. Wenn ich jetzt so mache, kann ich hier direkt aufs Flugzeug wechseln. So. Wenn ich das dann gemacht habe, dann kann ich hier zum Beispiel auch jetzt direkt aufs Boot wechseln, hier runter ins Wasser. Und wir haben hier gerade so eine komische Box nochmal. Müsste auch ganz in der Nähe sein. Ja, ich sehe sie. Da vorne. Ich hab sie. Here it is. So. Eins, zwei neue Teile. Hier werde ich natürlich direkt mal in unseren schicken Mustang hier. Oh, was ist das hier? 1993er Porsche 911 Turbo 3,6 Liter. Okay. Okay. Das sind mit Sicherheit die Vorbesteller und Gold Edition Fahrzeuge. Okay, dann würde ich sagen, geht's auf zum nächsten Event. Wir schauen mal. Das nächste Event, was ich gerne machen würde. Ach, Offroad haben wir jetzt nichts mehr. Was ist das denn hier? Achso, okay. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal wieder was auf der... Was ist das hier? Live Extreme Series Episode 2. Weißt du was? Das ist sowas wie den Opener, den wir gemacht haben. Das werden wir jetzt gleich nochmal machen. Oh, was jetzt? Willkommen an der Golfküste, wo wir uns für die zweite Etappe der Live Extreme Tour bereit machen. Letztes Mal haben wir die Straßen der Stadt unsicher gemacht und auch diesmal wird es verdammt wild. Okay, auf geht's. Gewinne das Rennen. Okay. Einfach mal so, ja, gewinn mal das Rennen. War ich nicht. Oh Gott, ist der schnell. Ich hätte nicht gedacht, dass er mittlerweile so schnell wird. Aber wir haben ja ordentlich was eingebaut mittlerweile, ne? Das muss man auch mal sagen. Das ist natürlich sehr schön. Oh Gott, hier geht's rum. Weißt du was? Oh, Alter, wieso prall ich da so weit ab? Wieso? Ganz ehrlich. Unnötig. Alter, wie kacken unnötig war das denn jetzt bitte wieder? Weißt du, und jetzt habe ich nicht die Möglichkeit neu zu starten, oder habe ich die? Ah, Entschuldigung. Alles, was ich gesagt habe, war falsch.